verehrte Sammler und Sammlerin, ich bin Zalektor vom Team Genetz und ich grüße euch leider Gottes mal wieder zu einem Newsflash, nachdem wir gestern ausführlich den wirklich widerwärtigen MDR-Beitrag über das Thema Manga und Sexualität besprochen haben, kam dann am gestrigen Abend noch eine Meldung, wo ich mir ein bisschen gedacht habe, okay, warum? Und zwar wurde jetzt kurzfristig halt ein großes Sprung angekündigt. Ich weiß nicht, ob das schon vorher bekannt war, aber auf jeden Fall, ich habe es gestern dann erst mitbekommen, dass auf der Dokumi dieses Jahr Alkohol ausgeschüttet werden wird. Und mein erster Gedanke war wirklich, warum? Und oh mein Gott, das ist eine unfassbar dumme Idee. Und zwar die Lost Level Bar wird halt im 18er Bereich zugegen sein und dort eben dann Alkohol ausschütten. Und zwar köstliche Cocktails, Mocktails und japanisches Bier. Und natürlich muss man sagen, hey, ich finde, es spricht per se nichts direkt gegen den Alkoholgenuss. Aber ich habe mir halt wirklich gedacht, okay, auf der Dokumi, die eh jedes Jahr immer voller und voller wird und eigentlich wirklich inzwischen einfach nur noch überfüllt ist, wo man kaum durch die Menschenmassen durchkommt. Und es auch in den vergangenen Jahren immer wieder Beschwerden gab, unter anderem auch wegen Belästigung, gerade bei Cosplayern. Hält man es für eine gute Idee, dann Leuten, vor allem auch teilweise sehr jungen Leuten, Alkohol auszuschütten? Also wirklich so, keine Ahnung, sobald du 18 bist, kannst du da rein und es gibt halt genug Leute, die, was den Alkoholkonsum angeht, nicht verantwortungsvoll trinken, sondern dann halt, oh hey, alles andere, hier ist eh alles so teuer, dann kann ich auch Alkohol trinken. Weil Getränke sind halt auch auf der Dokumi natürlich schweineteuer. Und das kann in meinen Augen halt einfach nur in die Hose gehen, weil in meinen Augen fördert dies tatsächlich diese Problematiken der Dokumi. Dass sich Leute halt einfach daneben benehmen, Leute belästigen. Also, ich meine, ich war jetzt zweimal auf der Dokumi. Und beide Male dachte ich mir, erstens, A, heilige Scheiße, ist das hier voll. Und B, wow, einige haben wirklich keinerlei Manieren. Und ich habe auch genug Horrorstories von Kollegen und Kolleginnen, gerade letzteres, mitbekommen, was die teilweise einfach mitbekommen haben. Und die Dokumi hat einige Probleme. Sei es nun gestohlene Artworks, die dort verkauft werden auf T-Shirts oder auch tatsächlich teilweise in der Artist Alley, die halt, wo dann einfach nur offizielle Illustration genommen wurde, einmal mit Filter in Photoshop drüber und fertig zum Verkauf. Und dann halt zu sagen, anstelle, dass man diese Probleme jetzt mal wirklich in Angriff nimmt, zumaßen ich verstehe, warum sie die Fake-Produkte nicht rausnehmen, weil die bringen halt viel Geld tatsächlich, ist moralisch nur halt in meinen Augen sehr fragwürdig, sowas verkaufen. Aber anstelle, dass man irgendwas gegen diese Problematiken tut, denkt man sich so, ja komm, Alkohol. Also tut mir leid, da kann ich mir wirklich nur einen Kopf fassen. Und ich will jetzt auch nicht jedem da unterstellen, der da ein Bier, japanisches Bier oder so trinken geht, dass die sich da komplett fehlbenehmen werden. Nein, die meisten werden sich gut benehmen. Aber es wird halt immer irgendeinen geben oder irgendwelche, es werden halt bei der Masse mehrere sein, die zu viel trinken werden, die sich wirklich betrinken werden. Und da denke ich mir so, oh weia, das kann doch nicht gut gehen. Ich meine, ich weiß nicht, ob die Lost Level Bar dann nun auch darauf achtet, dass die halt nicht unbedingt Alkohol an welche ausschütten, die eh schon alkoholisiert wirken. Kann ich mir allerdings tatsächlich beim Ansturm dann auch schwer vorstellen, je nach Uhrzeit darauf zu achten. Und Stichwort Uhrzeit ist nämlich das nächste Problem. Sie halten es für eine gute Idee, den Alkohol schon ab 12 Uhr auszuschütten. Also 12 Uhr vormittags. Und da denke ich mir so, sorry, aber um 12 Uhr vormittags sollte man kein Alkohol schon in Massen ausschütten. Also einschütten, was auch immer. Sondern, ja, ich meine, die goldene Regel ist, kein Bier vor 4.
Das ist nicht schwer. Und natürlich, sie müssen wahrscheinlich früh anfangen, damit es sich für die Lost Level Bar halt lohnt. Ich kann mir halt gut vorstellen, dass sie ansonsten nicht genug Gewinn machen, als dass sie die Standmiete wieder reinbekommen. Trotzdem denke ich mir, also sorry, aber nein. Alkohol hat in meinen Augen auf einer Convention nichts zu suchen. Selbst bei einer Convention ab 18, selbst wenn es im 18er Bereich ist. Weil die torkeln dann raus aus dem 18er Bereich und dann gute Nacht. Wahrscheinlich wird da noch ein bisschen rumgepöbelt, wie es auch eh schon auf der Dokumi gerne der Fall ist. Und ich bin wirklich gespannt auf die Horror-Stories, die ich dieses Jahr zu hören bekomme. Weil zumaßen, ich kann dieses Jahr leider nicht vor Ort sein. Dementsprechend werde ich es glücklicherweise nicht selber direkt erleben. Aber das ist wirklich einfach ein Ratschlag an alle Convention-Betreiber, ihr braucht auf einer Convention keinen Alkohol. Also wirklich zumindest keine freaking Bar. Vor allem, wenn es halt eine Convention ist, auch wenn es im 18er Bereich ist, wo trotzdem viele Familien hingehen. Da muss es dann nicht sein, dass da vielleicht Leute rumlaufen, die ein bisschen angeheitert sind, bis hin zu sturzbesoffen gegebenenfalls. Finde ich einfach schwierig, diese Entscheidung, denn wenn man wirklich so diese Cocktails und ähnliches probieren will, oder halt auch das japanische Bier, verstehe ich vollkommen. Ich kenne genug Menschen, die halt auch so einen gewissen Alkoholgenuss, also das Alkohol ist für die halt ein Genussmittel. Ist vollkommen legitim. Aber dann doch bitte nicht auf einer Convention, sondern dann geht man halt so in die Lost Level Bar. Oder importiert sich halt diesen Alkohol oder bestellt sich den Alkohol oder kauft ihn sich in Düsseldorf direkt. Weil zum Beispiel japanisches Bier, das kriegst du in Düsseldorf super easy. Das sind 5, 6, 7 Supermärkte gefühlt, die sich auf japanische Spezialitäten fokussieren. Also, die Entscheidung kann ich wirklich beim besten Willen nicht gutheißen. Und wie gesagt, die Schuld liegt hier nicht bei Lost Level, sondern tatsächlich finde ich so ein bisschen an der Organisation von der Dokumi, dass dies insofern für eine gute Idee halten. Dementsprechend auch ein Wunsch von mir. Bitte passt auf euch auf, wenn ihr auf der Dokumi seid. Ich meine, ihr solltet eh immer auf euch aufpassen auf der Dokumi. Das ist bei so großen Conventions passiert leider schnell mal was. Aber halt jetzt gerade dann, wenn auch noch Alk ausgeschüttet wird, schwierig. Und dann habe ich noch eine Bitte an euch. Und zwar deswegen jetzt kurz Werbung. Denn wenn ihr auf der Dokumi seid, schaut unbedingt bei meinem guten Kumpel WhatsApp Johnny und halt auch meinem Langzeitpartner vorbei. Dieser ist in Halle 5, Stand B08 in der Nähe von Eingang Nord, an der Halle 7, wo der Bring and Buy und die Garderobe ist. Erreichbar über die U-Bahn-Haltestelle Merkur Spielarena Messe Nord mit der U-Bahn U78, U79. Ja, hat mich gebeten, darauf hinzuweisen und ich helfe Freundin. Gern und ja, lasst Grüße da, wenn ihr da seid. Sagt, Lektor schickt euch und ja, passt auf euch auf. Was sagt, allerdings jetzt möchte ich noch von euch wissen, was sagt ihr denn dazu, dass sie es für eine gute Idee hielten, jetzt Alkohol dort auszuschütten? Denkt euch, ach, ist doch nicht so schlimm. Oder kriegt ihr vielleicht auch, so wie ich, dann so ein bisschen auf Flashbacks zum Japan-Tag? Gerade dieses Jahr. Hui, schwierig. Und ja. Danke fürs Zusehen und ciao.